eigentlich kaum vom Eisfeld weggebracht im Winter. Bin ich auch mein erstes Schaulaufen gefahren. Ich hatte einen grossen Applaus, aber nicht, weil ich besonders gut gefahren wäre, sondern weil ich einfach die Kleinste und die Jüngste war. Aber das war mein erster öffentlicher Auftritt auf der Schlittschuhstange in Längen, auf diesem Platz hier. Selektioniert wurde durch Schlittschuhfahren, um an der Schweizerischen Juniorenmeisterschaft teilzunehmen. Und dann bin ich zum Rektor gegangen. Es ist in die Schulzeit gefallen und in Flim war die Meisterschaft. Ich musste 7 Stunden schulfrei haben, um teilnehmen. Und ich habe die Erlaubnis nicht bekommen. Meine Eltern haben gesagt, wenn ihr die nicht schulfrei gebt, von uns aus kannst du schwänzen. Dann habe ich also Verfahren bekommen, 1 Stunde. Unentschuldigte Absenz bis zur Matur, das waren immerhin noch 5 Jahre. Und dann fliege ich ohne irgendeine Vorwarnung zu dem Gymnasium. Und die haben mich von Anfang an allein zuvorderst hergesetzt. Einfach so quasi, damit der aufmüpfige Geist jetzt nicht auf die anderen überspringe. Und dort bin ich 4,5 Jahre lang allein zuvorderst gesessen. Ich war 2 Jahre vor der Matur, wo der Aufstand war in Ostberlin am 17. Juni 1953. Und von dort an habe ich mich eigentlich sehr intensiv mit der Ideologie des Kommunismus auseinandergesetzt und vor allem mit den Auswirkungen, die das hat auf Menschen, die in so einem System leben. Und dann im 56, wo die Russen einmarschiert sind in Budapest und der ganze Aufstand blutig zusammen geschlagen haben. Und das war ein furchtbarer Schlag. Es hat uns menschlich getroffen, weil, wie gesagt, das waren die Leute in unserem Alter. Es hat einen Flüchtlingsstrom dann gegeben. Und unter denen hat es sehr viele Studenten gehabt. Und dann haben wir uns gesagt, wir wollen probieren, diesen Studenten zu helfen. Und das ist auch sehr eindrücklich gewesen, was man eigentlich einfach mit der Vorstellung und dem Willen und ganz jungen Leuten in einer ganz kurzen Zeit auch auf die Beine gebracht haben. Ich hatte also wirklich eine Impfung, die ein Leben lang wird bei mir anheben, gegen alles, was totalitär ist, egal von welcher Richtung, sei es Nationalsozialismus, sei es Kommunismus. Das ist etwas, was mich dort sehr stark geprägt hat. Ich weiss, dass ich lange Zeit nicht gewusst habe, dass mein Vater jüdische Vorfahren hat. Habe ich lange nicht gewusst. Und das hat man mir wahrscheinlich in dieser Zeit dort auch nicht aufs Brot gebunden. Aus naheliegenden Gründen. Das weiss ich, dass ich das relativ spät erfahre. Ich kann dir nicht sagen, wann, aber relativ spät. Es war für meine Eltern selbstverständlich auch, dass ich Militärdienst geleistet habe als Sanitätsfahrerin. Aber meine Cousinen und meine Schwestern haben auch Militärdienst gemacht. Das ist also eine gewisse Familientradition.
Und ich weiss damals noch gut, es war eine Freundin von meiner Mutter bei uns zu Besuch gewesen. Und die hat meiner Mutter gesagt, weißt du, ich begreife dich überhaupt nicht. Du hast eine Tochter, die studiert Jus, dann macht sie Militärdienst, die findet doch so nie einen Mann. Und dann hat meine Mutter geantwortet, und wenn meine Tochter alles das gemacht hat, dann ist sie auch nicht darauf angewiesen, einen Mann zu finden. Und mir hat das so, das ist ein Satz, der mir einfach geblieben ist, weil ich gefunden habe, das ist so richtig ausgedrückt. Ich habe mir damals auch gesagt, ich wäre ein interessanter Beruf. Ich wollte Jugendanwältin werden. Und wenn dann einer kommt und es sich lohnt, den Beruf aufzugeben, ganz oder teilweise, dann ist es gut und sonst ist es auch gut. Es sind ein paar Männer gekommen, eigentlich, so in deinem Leben, wo es sich ja, deiner Meinung nach gelohnt hätte? Also es sind ein paar Männer gekommen, aber eigentlich relativ wenig, was es gelohnt hätte, ja. Luzern wollen für Ziviltrauung anmelden. Das war zwar eher eine merkwürdige Übung. Dann sind wir auf das Zivilstandsamt gekommen. Und dann sagt er, wenn sie heiraten. Und dann sage ich, ja, aber sag ich mir, dann und dann ist es Hochzeit. Dann schaut er nach und sagt, ja, sie, aber dann haben sie die Frist schon verpasst. Ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich nur zwei Juristen kann passieren. Man sagt, ja, die Schuhmacher, das Kind, die haben verlöchert die Schuhe. Zwei Juristen verpassen die Frist zum Heiraten. Ja. Es gibt ja Leute, die würden sagen, es wäre gescheiter gewesen, hätten die Frist verpasst. Es gibt ja Leute, die das Gefühl haben, du hättest sowieso den falschen Mann geheiratet. Ja, die sollen ruhig bei dieser Meinung bleiben. Das ist schließlich etwas, was ich wissen muss. Ich finde die Hausfrau sehr eine wertvolle Beschäftigung und eine wichtige Beschäftigung. Und mir zum Teil auch zu wenig geschätzt, was die Frauen alles machen. Und das hat mich nicht im geringsten gestört, dass ich in meinem Pass in der Hausfrau stand. Ich war anfänglich nicht in einer Partei, sondern ich bin von der Präsidentin des Frauenvereins für den Gemeinderat angefragt worden. Und eigentlich hatte ich ganz andere Vorstellungen von meiner Zukunft. Und die waren sehr hartnäckig und haben gesagt, jetzt haben wir die Chance und wir wollen eine Frau im Gemeinderat. Und dann ein Jahr